Ladies and Gentlemen, da bin ich wieder, euer D, wieder in Assassin's Creed Valhalla. Und hier haben wir letzte Folge aufgehört, wir haben Kjörtvir gekillt, beziehungsweise Kjörtvirs Vater. Ich weiß es nicht, ob der Sohn auch danach benannt ist. Können wir hier runterspringen? Wahrscheinlich. Lol. Als ob wir auf das Seil springen können. Das ist doch mein geiler Abstieg und ich will noch nicht mit dem Dude reden, ich will jetzt erstmal hier ein bisschen erkunden. Denn wir haben hier auf der Karte, hier oben noch ein Schatzsymbol und irgendwie so ein Eingang. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es wäre viel zu einfach, wenn hier unten der Eingang wäre. Deswegen schaue ich jetzt erstmal auf die Karte. Und laut Karte müssen wir ordentlich weit. Na gut, da werden wir jetzt erstmal hinstiefeln. By the way, kleiner Tipp, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, irgendwas, was ihr geändert haben wollt, wo ihr findet, das könnte alles besser sein, dann teilt es mir am besten mit, denn jetzt kann ich noch was dran ändern. Ich bin ja gerade in der Vorproduktion. Leider, ja gut, das Video wird noch kommen, solange ich da bin. Also ihr könnt mir auf jeden Fall noch mitteilen, falls ihr irgendwas auf den Herzen habt, irgendwas verbessern wollt. Können wir eigentlich Wasser hochklettern? Nice, wir können Wasser hochklettern. Wir sind mal Pocahontas andersrum. Wir springen nicht runter? Nein, wir klettern hoch. Was? Wir kommen da nicht hoch? Nicht dein Ernst. Wenn uns gleich wieder weg, Sepp. Nein! Wir müssen hier runter! Irgendein Wasserfall runter, sonst sterben wir! Oder werden desynchronisiert. Schade, wir können da noch nicht hin. Oh, ist das behindert. Es wäre schon ein bisschen mies, wenn wir jetzt hier nicht mal erkunden können, nachdem wir hier so einen krassen Fight... Ja, wieso musst du auch überall immer runterspringen? Am Ende wunderst du dich, wieso du wieder tot bist. Weil ich brauche jetzt erstmal hier ein paar Schätze. Kommen wir da jetzt auch nicht runter? Gebiet in der Akte... Ja. Man kann es auch übertreiben. Hey, wir lassen dich jetzt nicht erkunden. Nein, du musst mit dem Dude reden. Noch ein leichtes Looten. Gut, dann würde ich sagen, wir machen die Main Quest. Ich hab grad so Bock drauf. Haben wir hier zumindest noch irgendwas an Loot? Irgendwas, was wir machen können? Jetzt ihre Hände. Und sie läuft durch ihre Mates durch und hält sich gerne vors Gesicht. Ja, nee, hier können wir nichts machen. Dann machen wir doch die Main Quest weiter. Eivor, the breath of battle rises from my brow. The skulls will sing of this night. We have won the day, but Gorm escaped. He fled north to King Harald's domain. Let that bruised piglet run where he may. His father is dead. His clan is no more. We are the masters of Ruyavilke. A toothless cup may grow to be a dangerous one. Ich sehe schon den nächsten Endgegner. Stop. And listen. You have reclaimed your honor. Enjoy the night's victory. Tomorrow, we will celebrate. You're right, brother. You are always right. Yes, Alvis. Relay news of our victory to your nephew, the king. I have done so already, Sigurd. You'll be more than pleased and will ensure you pride of place at his holding at Ulrichstadir. Tell him we will come, battle flushed and singing songs of glory. Keep company with kings, and you will soon have a crown of your own. If the fates have spun it so, linger here and loot what you can. I will bring news of our das wollte ich doch. Before he leaves for Harald's Althing. In der momentanen Erinnerung nicht verfügbar. Ja, jetzt starrt sie da hoch, wo ich gerade hochklettern wollte. Ich will mich doch echt verarschen. Jo. Ey, wenn ich jetzt da hoch kann, dann kriege ich einen Ausraster. Hey, zwei Fertigkeitspunkte, easy. Okay, OS Quest. Da wollte ich aber nicht hin. Fertigkeit. Okay, hier wollten wir hin, ne? Jo, das hier unten. Nein, nee, da wollten wir hin. Bam, nochmal ausweichen. Und wenn du Rücken des Gegners triffst, richtest du mehr Verteidigungsschaden an und bringst ihn ins Taumeln. Julio. Ist so ein bisschen, ja, hinterhältig. Aber wir können es von hinten angreifen.
Oh, und ich schaue jetzt mal auf der Karte. Vielleicht wird uns hier jetzt mehr angezeigt. Nee, nicht wirklich. Wir sind jetzt hier oben. Okay, ab jetzt können wir auch hier erkunden. Wir haben ja ordentlich noch Erkundungszeug vor uns und wahrscheinlich auch viele Nebenquests. Und ich werde jetzt nochmal den Wasserfall hochstiefeln. Okay, wenn ich da jetzt nicht hochkomme. Der sagt mir jetzt wahrscheinlich nicht ohne Grund, ich kann es erkunden. Und da komme ich hier nicht hoch. Wer? Komm wieder hoch? Ne, wir müssen wahrscheinlich rechts rum. Wir müssen zu diesem Eingang. Und ich kletter deswegen den Wasserfall hier hoch, weil es kann natürlich sein, dass dieser Eingang auch irgendwo am Wasserfall ist. No? Wir werden immer langsamer. Wir frieren langsam ein und gleich erstarren wir zu Eis. Das wird cool. Okay, hier ist immer noch nichts. Jo, wir sind so krasse Kletterer. Und jetzt kommen wir hier hoch. Okay. Mal schauen, was hier für ein Schatz da ist. Du wirst mich doch wohl verarschen. Ich werde jetzt hier aber reingehen. Buch des Wissens. Neue Fertigkeit. So, und jetzt hier schnell wieder raus, bevor wir despawnen. Bevor wir respawnen. Damit neue Fähigkeit. Na, okay. Oh, was haben wir? Ja? Was haben wir da schon? Ah, nee, hier. Nein. Doch. Okay, was haben wir hier? Heilige... was? Hellheims Jähzorn. In einem Tobsuchtsanfall schmetterst du deine Gegner zu Boden, wo sie deinen Schlägen hilflos ausgeliefert sind. Drücke schnell abwechselnd Q und linke Maustaste, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Das machen wir jetzt auf 3. Okay. Coolio, also schon mal ein geiler Schatz, würde ich sagen. Und ich glaube, das war hier auch das Tor. Weil dieser Eingang. Was ich mich frage, weil hier war ja dieser Eingang. Ui, zu nah rangezoomt. Hier war ja eben dieses Tor, dieser Eingang. Und wir hatten ja, wo war das? Hier, nicht da. Doch da irgendwo. Hier oben. Hier haben wir doch auch diesen Eingang. Vielleicht gibt es ja nochmal so eine, irgendwie so eine Fähigkeit. Was wir vorher noch nicht freischalten konnten. So, und jetzt gehen wir endlich dahin. Und jetzt können wir hier hoffentlich runterspringen. Geronimo! Lol, das war knapp an der Kante vorbei. Begib dich nach. Wo ist diese Stadt? Da oben, ja. Empfohlene Stärke 280. Gut, ich glaube, wir müssen hier auf jeden Fall erstmal erkunden und ein bisschen Nebenquests machen, bevor wir da hinkommen. Bei Stärke 280, wir haben jetzt noch nicht mal 20. Ich glaube, das könnte so ein bisschen schwierig sein. Ich überlege ja immer noch, hier das mit dem Erkunden runterzustellen. Klar, genau da wollte ich hin. Genau da wollte ich hin. Ja, das runterzustellen, damit wir hier mehr erkennen, vor allem auch Quests erkennen. Um dann hier leichter und schneller voranzukommen. Ich meine, die Fights werden immer noch schwer. Oder schwer ist es nicht wirklich, auch im leichten Modus kann man verrecken, wenn dann jemand one-shottet. Aber dann ist es zumindest ein bisschen anspruchsvoller. Okay. Irgendwo hier müsste jetzt dieser Schatz sein. Genau hier rechts von uns. Auf dem Berg wahrscheinlich. Welche unten? Oder hier drin. Ich glaube hier drin. Ah, richtiger Riecher gehabt. Ja, eine Rune des Lorans, Waffenrune. Und Eisenerz. Stimmt, da können wir jetzt auch mal nachschauen. Nehmen wir Angriff drauf. Nicht das. Rune. Kopfschussschaden. Oh, das finde ich aber ganz gut. Das können wir hier in den Bogen. Feuereffektivität. Eine Rune des Lorans, okay. Tempo, Angriff. Yo. Sweet. Ich würde auch sagen, wir können jetzt demnächst mal wieder beim Schmied vorbeischauen. Denn wir müssten doch jetzt eigentlich wieder genug Eisenbahnen haben, um hier irgendwas wieder upgraden. Hört euch das an. Wunderschön. Okay, ich suche das nächste Ziel raus, wo wir das nächste erkunden und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau, hier sind wir jetzt. Hier wollten wir hin, denn hier können wir noch ein bisschen erkunden. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Stärke dazu gewinnen. Deswegen gehen wir erstmal auf den Aussichtspunkt, der da hinten ist. Und dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen was looten, ein bisschen was entdecken.
und ein bisschen, ja, ein bisschen XP, ein bisschen ein paar Fähigkeitspunkte gut machen. Und man sieht es hier schon auf der Karte blinken, wie viel da oben ist. Heidi Witzka. Viele Quests, die wir wahrscheinlich hätten früher machen können. Beats bad. Aber jetzt erstmal da hoch auf den Aussichtspunkt. Okay, wir müssen hier eine geeignete Stelle zum Hochklettern finden. Können wir die Säule hochklettern? Aha. Und unsere Stelle gefunden. Hauptsache, wir klettern hier wahrscheinlich gerade so ein Kloster, so ein Tempel hoch. Aber hey, why not? Da klettert da hoch, statt einfach rechts rum. Ja, halt genau da wollte ich hoch. Alter, man muss dazu, man muss schon sagen, klettern kann man hier in Assassin's Creed auf jeden Fall richtig krass. Okay, wir haben das Kloster erklommen. Schaut euch das Gebiet an. Episch ist es auf jeden Fall immer. Und da unten haben wir richtig viel zu erkunden. Looten, zum Entdecken. Viele Quests wahrscheinlich auch. Wir können hier sogar. Nein, wo springst du hin? Wo springst du hin? Ich wollte auf die Dinger hier drauf springen. Und dann dahin und dann darunter springen. Wait, komm ich so weit? Ich glaube nicht, wir sind am Arsch. Wieso springst du immer so weit? Und hier ist irgendwo ein Eingang. Ist der Eingang? Ja. Lass es losgehen. Wieder draufklettern. Einfach kurz einen Prozess machen und ich sehe irgendwie nichts. Ich hoffe, die wird uns dann hinterher nicht noch gefährlich. Ja, schau mal, was haben wir hier? Ein Kohlebarren. Wow. Wow. Ein ganzer Kohlebarren. Wir sind reich. Was haben wir hier? Eine Maske. Okay, gehen wir erstmal zum Shop. Hallo, wo bist du? Ist hier der Shop? Welcome, welcome. Come see what I have. Ja. Okay, schauen wir uns doch mal an, was der hat. These are locally sourced. Jagdpfeile, Raubtierpfeile, leichte Pfeile. Jagdpfeile können wir auf jeden Fall. Wir haben Lager. I'm giving you such a good deal. Wow, jetzt sind wir voll. Super, jetzt sind wir voll. Wow. Ich weiß ja nicht, ob wir denn das Zeug hier verkaufen können. Den Plunder können wir doch wahrscheinlich verkaufen, oder? Aber wir haben gerade genug Geld. Leider haben die nichts Geiles. I must take my leave. So long. Auf bald. Oder einfach ciao. Ich gehe erstmal zum kleinen Punkt hier rechts von uns. Da sollte das Ding da drin sein. The other side must be barred. Nee. Ja, ich verriegel immer von innen. Was wetten wir, dass da kein Loot drin ist? Da können sie davon, dass wir einbrechen werden, aber hey. Easy. Bring runter. Ja, langsam gewöhne ich mich jetzt. Verstehen uns langsam. Genau. Ernsthaft, hier. Ernsthaft. Hier war eiskalt die Tür offen und wir machen. Wo sitzt dieser Scheißschatz? Hä? Wieso hab ich. Okay. Ah, da ist die Kiste. Okay, wenn ich auf B drücke, kann ich auch einfach die Verteilung anlegen.
Willst du wissen? Wait, das sind Gegner. Aber erstmal muss ich den Schatz. Okay, dann fangen wir doch hier an. Da haben wir einen Gegner, da haben wir einen Gegner, 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 überall Gegner, mehr als genug Gegner. Vielleicht müssen wir uns jetzt hier den. Vielleicht kommt hier ein Gegner vorbei. Der kommt da vorbei. Der wird uns sehen. Er wird uns da hinten töten. Als ob der sich genau da jetzt hinkniet. Ah ne, der holt sein Schild. Cool, dass wir es auch mal sehen. Kann ich den ausschalten? Entspannt euch, wir sind nicht da. Wenn ich jetzt hier pfeife, kommt dann einer hierher? Mehr als nur einer? Bin ich da? Hat das jemand gesehen? Ich glaube nicht. Na komm doch her! Der kommt her. Sehr gut. Ah, das war ein ungeplantes Attentat. Nee, wir verstecken uns hier wieder. Unentdeckt? Unbemerkt? Und der nächste. Oh. Okay. Der wird ein bisschen hairy. Aber den können wir auch theoretisch fighten. Rechnen wir jetzt hier mal weiter. Dann schalten wir jetzt erstmal den. Hallo, ich bin ein Kätzchen. Wieder gut? Nee, tragen. Okay, dann schleichen wir uns jetzt hier hinter. Ah, tut schon. Schalten jetzt den. Warte, ist da oben auch ein Gegner? Nee. Dann gehen wir aufs Dach und da kommen wir dann wahrscheinlich rein. Da drin ist noch ein Gegner, da ist einer. Den werden wir jetzt ausschalten. Oh. Ich habe mir das spektakulär vorgestellt. Den können wir nicht so einfach ausschalten. Der wird jetzt gleich die Leiche entdecken. Und uns auch. Okay, den nächsten Gegner. Easy. Ah, der steht mit dem Rücken zu uns. Perfekt. Ey, ich bin so chillig, dass wir jetzt endlich diese scheiß Attentate machen können. Das ist so viel entspannter. Okay, und jetzt müssen wir wahrscheinlich hier drüber. Genau. Und hier können wir dann wahrscheinlich irgendwie rein. Oder zumindest auf den Turm. Ne, es bringt uns nichts, hier oben zu sein. Wie kommen wir denn hier hoch? So, vielleicht, damit wir hier einen Sprungangriff theoretisch machen können. Das könnte sein. Können wir hier nicht einfach von außen dagegen schlagen? Nein, wäre auch zu schön. Ich will da rein, verdammt! Ich komme hier nicht rein. Ich weiß nicht, wie wir da reinkommen. Ey, ich glaube, wir müssen uns jetzt echt aufgeben, das Geheimnis. Wie immer, einfach runterspringen. Du bist gemacht. Ich weiß, Sperrgebiet und ja, ich weiß, du näherst uns. Aber irgendwo wollte ich jetzt hier hinlaufen. Und zwar... Was ist hier vor uns? Oh, nicht Obi-Fein. Naja, ich dachte, das wäre hier im Haus. Aha, ist das so ein fliegendes Papier oder was? Ja, geh doch da. Was genau ist das? Ah.
Hinterher, es versucht zu entkommen. Es ist schon irgendwie cool, dass wir hier einfach so über die Häuser laufen können. Oh, das war lucky, dass ich hier Leertaste gedrückt habe zum Jumpen. Komm her, fliegendes Papier. Okay. Tattoo-Entwurf. Oh. Schön. Und ganz ehrlich, meine Freunde, ich würde sagen, wir machen Fini für heute. Ich bin jetzt bei 40 Minuten Aufnahme und Alter, ich finde einfach keinen scheiß Eingang für diese scheiß Tür. Keine Ahnung, was da abgeht. Ach, aber wir haben ja auf jeden Fall noch eine Nebenquest. Da können wir uns dann nächste Folge drum kümmern, und zwar die hier hinten. Hier haben wir noch einen Schatz zu erkunden, den können wir auch noch machen. Und ja, dann können wir hier einfach noch so ein bisschen das Gebiet erkunden. Schauen, was hier noch so abgeht. Aber ich bin jetzt erstmal raus. Danke fürs Zuschauen, hoffentlich hat es euch gefallen. Und ja, wir sehen uns in einem der späteren Videos. Bis dahin, einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.